Ich werde euch jetzt eine Person nach vorne holen, die leitet die sogenannte CR-Abteilung, heute mal in Kurzfassung. Sie kam als Blinde, ich habe versprochen, sie wird wieder sehen. Wir haben kollektive Framing gemacht und heute steht sie als Sehende vor euch. Ich quatsche nicht, das ist live. Das haben die Teilnehmer im Seminar einmal erlebt. Begrüßt gemeinsam mit mir die bezaubernde Caroline. Kommst direkt zum Ding. Da sind wir hinten dran. Bevor du übrigens beginnst, Caro, ich möchte es nochmal sagen, schaut mal auf die Uhr. 19.27 Uhr. Genau jetzt im Moment drehen wir die Weltgeschichte. Nehmt euch den Tag. Was haben wir heute? 27. 27.01. im Jahre 2024, 19.27 Uhr. 350, keine Ahnung, Spinner, würden vielleicht manche sagen. Machen ein wissenschaftliches Experiment. Merkt euch die Zeit, merkt euch den Tag, merkt euch diesen Moment. Ja, ihr Lieben. Wir haben etwas ganz, ganz Tolles vor uns. Weil was wir hier bewirken können, aber vor allem tun, ist fantastisch. So, wir steigen jetzt aber direkt ein. Ich quatsche jetzt auch nicht mal lang. Sitzen tut ihr ja schon. Kuschelt euch mal so richtig auf euren Stuhl. Fühlt mal so richtig die Unterlage, auf der ihr jetzt sitzt. Fühlt, wie sicher und geborgen ihr genau jetzt in diesem Moment hier seid. Schließt eure Augen. Lasst euch von mir führen auf eine kleine Reise und vor allem in eine großartige Option für Südafrika. Atmet jetzt erstmal so 3-4 Mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Schön langsam. Und mit jedem Atemzug fühlt ihr, wie ihr ruhiger werdet. Entspannter, wie ihr einfach bei euch ganz selbst ankommt. Und alle Gedanken, die jetzt hier noch so herumschwirren mögen, die sind vollkommen egal. Lasst sie ziehen wie Wolken am Himmel, denn sie sind jetzt nicht wichtig. Alles, was jetzt zählt, ist die Aufgabe, die vor uns liegt, und meine Stimme, die euch dabei führt. Atmet nochmal tief ein und wieder aus. Und wir alle stehen jetzt vor unserem inneren Auge auf einem kleinen Hügel. Wir blicken den Hügel hinunter und vor uns liegt das weite, tiefblaue, kristallklare Meer, gesäumt von einem herrlichen weißen Sandstrand. Es ist so traumhaft schön hier. Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel und der warme Wind umweht uns. Und in uns beginnt genau jetzt schon ein Gefühl der Lust und der Freude vor, aufzusteigen. Wir laufen den Hügel hinunter, ziehen unsere Schuhe aus, denn wir können es nicht erwarten, mit unseren Füßen in diesen herrlichen weißen Sand einzutauchen. Und übermütig wie die Kinder fliegen Socken und Schuhe in alle Richtungen und wir lachen und giggeln dabei und freuen uns von ganzem Herzen. Und endlich berühren unsere Füße diesen warmen, weichen Sand. Und ihr könnt auch fühlen, wie ihr ganz leicht zwischen den Zehen kitzelt. Ein herrliches Gefühl. Hoch über uns ziehen ein paar Möwen ihre Kreise. Wir sehen Palmen, deren Blätter sich sanft wiegen im Wind. Und um uns umhüllt ein Duft von herrlichen exotischen Blüten. Einfach ein paradiesischer Ort. Wir schauen uns alle an und bekommen Lust, ein Stückchen zu laufen. Und die laufen los, werden immer schneller
und schneller. Und bald beginnen wir richtig zu rennen und wir toben und lachen dabei. Es ist ein herrliches, freies Gefühl, von dem wir hier durchflutet werden. Und auch unsere Füße, die tragen uns jetzt einfach ganz automatisch zum Meer, denn wir wollen dieses herrliche warme Wasser füllen. Wir wollen fühlen, wie die Wellen unsere Füße umspielen. Und in der nächsten Sekunde, da fallen schon die ersten Spritzer. Und wir fangen an mit einer riesigen Wasserschlacht. Es ist einfach nur herrlich. Und währenddem wir so ein bisschen rumtoben, nehmen wir plötzlich am Ende des Strands etwas wahr. Da ist ein typisches, ja, so ein Häuschen. Noch als wäre es aus Bambus gebaut. So richtig spannend und einladend schön. Und wir laufen darauf zu, denn wir haben das Gefühl, dass dort etwas ganz Besonderes stattfinden wird. Und mit jedem Schritt steigt in uns die Lust und die Vorfreude auf das, was jetzt dann gleich kommen wird. Und wie durch Zauberhand öffnet sich diese Tür, lädt uns ein, hineinzutreten. Und nun befinden wir uns an einem riesigen, großen Raum. Wir können gar nicht sehen, wo dieser Raum beginnt oder wo er endet. Aber was wir sehen, ist dort in der Mitte eine besondere Leinwand. Wisst ihr, so wie im Kino. Aber sie ist rund, damit man von jeder Seite aus etwas sieht. Und wir stellen uns alle im Kreis auf, nehmen uns an den Händen und fühlen eine tiefe Verbundenheit in uns aufsteigen. Und mit dieser Verbundenheit blicken wir nun auf diese große Leinwand und gemeinsam bestimmen wir ganz bewusst für Südafrika die neue Option. In Südafrika regnet es sofort und dauerhaft naturverträglich. Grundwasserspiegel, Seen und Flüsse füllen sich sofort. Schäden bleiben komplett aus. Mensch, Tier und Natur sind sicher und mit Wasser und Nahrung versorgt. Ihr Lieben, schaut mal auf diese Leinwand, denn darauf sehen wir Afrika. So als würden wir ein Stück vom Himmel hinunterschauen. Weit und breit ist im Moment noch keine einzige Wolke zu sehen. Aber da, plötzlich scheint es, als würde es milchig werden, so neblig. Die Sicht ist gar nicht mehr klar auf das Land. Und dieses Milchigsein wird immer dichter und dichter und plötzlich sind unter uns ganz viele dunkle Wolken. Und wir wissen, jetzt regnet es schon. Und jetzt lasst uns weiter hinunterschauen, unterhalb der Wolken. Denn genau jetzt können wir sehen, wie Menschen fast ungläubig auf die Straßen hinauslaufen. Sie können es fast nicht begreifen. Es regnet tatsächlich. Dicke, fette Tropfen fallen hinunter. Noch nicht ganz so viele, denn der Boden darf ja erst lernen, wieder zu trinken. Aber die Tropfen fallen. Die Kinder beginnen in der Straße zu spielen. Sie ziehen die Schuhe aus, sie toben durch die Straßen, sie tanzen und lachen und die Erwachsenen schließen sich ihnen an. Aber nicht nur sie, nein, denn auch Hunde, Katzen, alle Tiere, die dort vorhanden sind, ob Haustier oder draußen auf dem Land, Kühe, wilde Tiere, alle sehen unglaublich zum Himmel und beginnen wirklich sich zu freuen. Man sieht es jedem einzelnen Lebewesen an. Und jetzt schaut mal auf den Boden. Der war zuvor braun und dürr. Aber da ein erster Grashalm, der sprießt. Dort drüben eine Blume. Weiter vorne ist ein Baum. Seine Blätter, die er gehabt hat, da beginnen sich wieder zu entfalten. Man sieht richtig, wie das Wasser den Baum hinaufgeht und das Leben zurückkehrt in diese Pflanze. Und so ist es überall. Flüsse füllen sich und Seen füllen sich. Einfach ein traumhafter Anblick. Und genau in diesen starken Gefühlen, in dieser magischen Freude, bleiben wir jetzt alle für einen Moment.
Lasst uns noch einmal hinschauen. Es ist so ein schönes Bild. Überall grünt und blüht es. Alle Tiere haben genug zu fressen. Egal ob Wildtier, ob es eine Kuh ist. Selbst Katzen, die daheim sind, werden wieder gefüttert. Und vor allem, sie haben Wasser. Sie haben Wasser. Leben pur strömt durch das ganze Land. Und auch die Menschen. Alle sind so dermaßen glücklich. So viele strahlende Gesichter und Erleichterung. Und dass dies bereits passiert ist, wissen wir, denn wir haben die folgende Option zusammen ganz bewusst betreten und bestimmt. In Südafrika regnet es sofort und dauerhaft naturverträglich. Grundwasserspiegel, Seen und Flüsse füllen sich sofort. Schäden bleiben komplett aus. Mensch, Tier und Natur sind sicher und mit Wasser und Nahrung versorgt. Ja, ihr Lieben, wir haben die Erfahrung und wir wissen es tief in uns. Wenn wir mit all unserem Gefühl eine Option bewusst betreten und sie bestimmen, dann muss sie sich zeigen. Denn das ist Collective Reframing. Und so war es, so ist es. Und genau so wird es immer sein. Und daher noch einmal danke, denn es ist bereits geschehen. Atmet noch mal ein paar Mal tief ein und wieder aus. Bewegt eure Hände, Arme, Beine, Füße. Reckt und streckt euch. Und wir sind jetzt alle genau wieder hier und jetzt. Und ich danke euch von ganzem Herzen. Vielen herzlichen Dank. Ihr habt jetzt erlebt, wie es sich hier anfühlt. Wir werden dann auch die Live-Ticker dann einspielen. Ihr könnt wirklich sehen, was wir bewegt haben. Denn ab sofort regnet es dort.